Also mein Name ist Berit Müller. Ich bin hier als Leiterin des Orts im Schluh in Bobswede tätig. Und ich bin eine Urenkelin von Martha und Heinrich Vogeler. Das Haus im Schluh ist ein Museum mit Familientradition. Und seit Martha Vogeler das gegründet hat, ist es zunächst an die Töchter weitergegeben worden und dann eben an die Enkel der Töchter. So, wir sind die vierte Generation. Mein Name ist Gesa Wiers, ich bin Kunsthistorikerin, arbeite als Projektmanagerin für Ausstellung und Marketing beim Bobswede Museumsverbund und habe im letzten Jahr in Kooperation mit Berit Müller hier die neue Dauerausstellung kuratiert. Wir haben im Grunde den Schluh nochmal komplett neu, ich würde fast sagen, umgekrempelt. Ich finde eigentlich nicht umgekrempelt, sondern schön neu geordnet, also nach Themen. Und du hast sozusagen mit der Ausstellung hier im Haus so eine Geschichte entwickelt und im Wohnhaus drüben haben wir ja zusammen versucht, so dieses Alte zu erhalten und gleichzeitig auch eine neue Anmutung zu schaffen und eine schöne Präsentation. Also im Vorfeld waren im Grunde beide Häuser voneinander getrennt. Also im historischen Wohnhaus war der alte Bestand im Grunde das Ursprüngliche gezeigt, eben die Einrichtung von Martha Vogeler, die Kunstwerke und Co. Und hier im hinteren Teil war jetzt gerade in dem Raum, wo wir uns befinden, war eine Wechselausstellung. Es sind zwei Gebäude hier im Schluh, die als Museumsgebäude dienen. Das ältere ist das Wohnhaus von Martha Vogeler, das sie eben 1920 erbaut hat und wo eben auch der historische Teil der Ausstellung ist. Also in dem Sinne historisch, dass es eben die Räume sind, in denen Martha Vogeler und die Familie und dann auch natürlich die Gäste des Hauses gelebt haben. Und die Einrichtung und die Ausstattung mit den Gemälden ist eben schon seit vielen, vielen Jahren so und ist auch so geblieben im Großen und Ganzen. Und das zweite Gebäude ist später erbaut worden, das ist 1938 fertig geworden. Das war hauptsächlich, um die Weberei dort unterzubringen. Und inzwischen ist dieses Haus aber auch das große Ausstellungshaus mit dem großen Ausstellungsanbau, in dem wir hier jetzt auch sind. Und wo wir eben auch etwas umfangreichere Ausstellungen machen können, wo eben das historische, der historische Teil der Ausstellung hier angeknüpft, also sich neu anknüpft mit der Geschichte des Hauses, der Familie und so weiter und der Biografie Heinrich Voglers auch. Da hat sich ja natürlich sehr viel getan durch den Masterplan. Vorher haben wir Museen mehr oder weniger selbstständig, vielleicht auch ein bisschen so getrennt voneinander, obwohl wir auch schon vorher viel kooperiert haben. Aber trotzdem hat jeder sich so mehr um seins gekümmert und hat versucht, so sich zu definieren und Ausstellungen zu machen und so weiter. Und seit es eben den Museumsverbund gibt, also als eine Auflage des Masterplans war ja auch, dass wir uns zusammenschließen als Museumsgruppe und ist eben durch die Kooperation eine ganz andere Ebene entstanden. Also wir machen unsere Ausstellungen auf ganz andere Art, wir sprechen uns ab, also wir konzipieren das gemeinsam, wie wir ausstellen, wann wir ausstellen und so weiter, was wir machen, welche Themen wir behandeln und so weiter. Also das ist ganz neu und dadurch ist eben auch ist die Wirksamkeit nach außen viel größer geworden. Und hier für das Haus hier bedeutet es einfach nur, dass die Häuser grundsaniert worden sind und eine ganz andere Technik bekommen haben und wir eben auch diesen schönen, großen, neuen Ausstellungsanbau bekommen haben. Wir treten eben im Grunde als Verbund auf, also als vier Häuser, aber die zusammen kooperieren. Und es hat eine wesentlich größere Streukraft, also sowohl im Bereich Presse als auch im Bereich Marketing. Wir können einfach viel mehr zusammen erreichen. Also wir erreichen eine viel größere Zielgruppe, viel größere Aufmerksamkeit. Wir können natürlich auch viel tollere Ausstellungen machen. Dadurch, dass wir zu viert, also als vier Häuser kooperieren,
Man kann sich gegenseitig viel besser unterstützen, was jetzt Leihgaben anbelangt, viel besser absprechen und gerade auch durch Großprojekte, wie beispielsweise in der Regel die großen Sommerausstellungen, erreichen wir ein ganz anderes Publikum als vorher. Also wir haben komplett einheitliche Flyer, einheitliche Plakate, also das komplette Corporate Design ist aufeinander abgestimmt und das hat schon eine ganz andere Außenwirkung. Also dieses hier sind die Wohnräume von Martha Vogeler und der Familie und auch der Gäste, die hier im Haus lebten. Die Räume hier in diesem Haus sind eben noch so eingerichtet wie damals. Also der große Tisch, um den man gesessen hat, gemeinsam gegessen. Und die Bilder, die hier hängen, sind zum großen Teil an den originalen Standorten, wie man sie auch von alten Fotos kennt. Also es sind aber auch Bilder zurückgekehrt, die früher mal hier waren. Zum Beispiel das Mädchen, das Bild von Ottilie Rheiländer mit den beiden Mädchen im Moor. Ich finde ganz einfach, es ist ein kleiner Ort mit 4 Museen, noch ein paar mehr. Also das zum Beispiel ist schon ganz klarer, besonderer Eigenschaft, dass so ein kleiner Ort so viel Kunst zeigt und dass die Kunst hier gezeigt wird, wo sie auch entstanden ist. Das heißt, die Besucher haben die Gelegenheit, das, was sie auf den Bildern sehen, wenn sie ein klein bisschen in die Natur gehen, rundherum oder in den Wald oder auf den Berg, solche Szenen oder solche Atmosphäre auch noch so in der Natur wiederzufinden. Das finde ich schon ziemlich ungewöhnlich. Ja, und dass sie noch hier an dem Ort ist und an diesem Ort angeguckt werden kann. Also in anderen Museen ist es ja so, da findet man Bilder aus allen möglichen Regionen oder von ganz anderen, aus ganz anderen Ländern und so weiter. Und hier findet man das verbunden, die Kunst und den Ort. Das finde ich zum Beispiel was Besonderes. Und ihre persönliche Verbindung ja auch. Naja, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier in diesen Räumen groß geworden. Das ist mein Zuhause, kann man sagen. Und dadurch habe ich natürlich eine Verbindung. Die kann ich jetzt nicht so definieren, will ich auch gar nicht. Ich bin hier aufgewachsen.